Vor Jahren hätte niemand mit dieser Schlagzeile gerechnet und es wäre eine Sensation. Heute ist es immer noch unglaublich und der Grund dafür sind zwei Rapper, die verfeindet waren. Farid Bang und Kollega haben auf JBG3 in gefühlt jedem Song mindestens ein Mitglied der KMN Gang gedisst. Miami Yassin, der zu diesem Zeitpunkt mit Kokaina die ganze Aufmerksamkeit genoss, bekam es knallhart ab. Mehrfach wurde während der Promophase und im Album gestichelt. Eine Reaktion gab es nie. Auf der Geburtstagsfeier von dem Rapper Dumas Rock sehen sich beide Rapper und vertragen sich endlich. Rappen dann an diesem Abend sogar gemeinsam den Hit von Miami Yassin. Seitdem ist alles in Ordnung zwischen den beiden. Jetzt legen sie einen drauf und gehen gemeinsam auf Tour. Farid Bang, der mit Capo demnächst seine Tour starten wird, nimmt in Wien Miami Yassin mit und damit ist die Sensation perfekt. Zum ersten Mal steht Farid mit einem KMN Gang Member auf der Bühne. Das wird ein unvergessliches Event.